Ich bin's, Rani, und von mir gibt's heute mal wieder ein neues Video. In diesem Video gibt's mal wieder eine Verlosung. Und zwar war ich ja auf der Glow. Ich verlinke euch das Video nochmal da oben, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, wir haben auf der Glow insgesamt 3 Goodiebags bekommen. Und 2 Goodiebags könnt ihr in diesem Video gewinnen. Deswegen bleibt einfach dran, falls ihr was gewinnen wollt und falls ihr wissen wollt, was da überhaupt drin ist. Denn das werde ich euch in diesem Video auch zeigen. Es wird also in diesem Video 2 Gewinner geben und 2 von euch werden so ein Goodiebag gewinnen. Alle Teilnahmebedingungen werde ich euch einmal in die Infobox schreiben. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt schon ganz, ganz viel Glück. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was da überhaupt drin ist. Also, so sieht der Goodiebag auf jeden Fall schon mal aus. Also da unten steht Glow by DM. Dann steht da noch rechts Berlin. Und allgemein auf dem Beutel steht Eat, Sleep, Glow, Repeat. Allein die Farbe von dem Goodiebag gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und los geht's, würde ich sagen. Das erste, was mir direkt entgegenkommt, ist ein Pinsel. Und zwar ist der von Real Techniques. Es ist ein Setting Brush. Ich persönlich benutze ihn als Highlight-Pinsel und ich finde ihn mega, mega gut. Also ich habe den schon und ja, das ist das erste Produkt, was sich in dem Goodiebag befindet. Das nächste, was ich hier habe, ist eine Skin Food Tuchmaske. Da steht noch drauf Bio und Grüntee. Also eine ganz normale Tuchmaske habe ich persönlich noch nicht ausprobiert und ja, die ist auch dabei. Weiter geht es mit einer Haarbürste von Remington. Die ist hier noch eingepackt, das werde ich aber auch nicht auspacken. Hier steht noch drauf Protect und anscheinend kann die noch einiges mehr. Lese ich mir jetzt aber alles nicht durch. Und ja, die ist auf jeden Fall auch noch dabei, die lasse ich auch eingepackt und ich hoffe, ihr freut euch. Die Farbe finde ich übrigens auch sehr schön, das ist so ein Mintton. Weiter geht es mit einem Badesalz und das Badesalz kenne ich auf jeden Fall schon aus dem DM. Hier steht drauf eine Portion Liebe, Champagner, Erdbeere und Johannisbeere. Oh. Dann habe ich hier noch eine Lippenpflege von BB und zwar steht hier drauf Zart Rose für natürliche, schöne und geschmeidige Lippen. Von der Marke Adele sind dann noch künstliche Wimpern dabei. Ich persönlich habe noch nie künstliche Wimpern ausprobiert, aber vielleicht freut ihr euch ja darüber. Das sind die Wimpern 120 Demi in Black, wenn man das so ausspricht. Weiter geht es mit einem Schauergel von H2O Fresh. Hier steht noch drauf Alkina Professional. Das H2O Fresh Schauergel verwöhnt sie mit dem Duft einer frischen Sommerbrise. Okay, das nächste Produkt finde ich ziemlich interessant und zwar ist es von Catrice Cosmetics, eine Glow Highlighter Deluxe Palette. Das sind 3 verschiedene Farbtöne. Hier hinten steht auch drauf, wie man das Ganze anwenden kann. Das ist in der Farbe 010 The Glorious 3. Okay, sie haben tatsächlich in der Goodie Bag ein Lieblingsprodukt von mir. Und zwar das Deo von Emoji in der Richtung Hashtag Fruity Lollipop. Ich persönlich liebe das und das habe ich auch direkt benutzt in meinem Goodie Bag. Und ja, das ist auf jeden Fall auch dabei. Ich liebe das. Ich liebe allgemein diese Emoji-Reihe. Ich finde sie total schön. Okay, weiter geht es mit einer Zeitschrift, die schon ein bisschen zerquetscht ist. Dafür kann ich aber nichts, die war da schon so drin. Und zwar ist es die Bravo Girl und da steht drauf, style dich super sweet und da sind irgendwie ganz schön viele Tipps drin. Ja, die ist da auf jeden Fall auch noch dabei. Von Schwarzkopf Gatsby haben wir hier noch eine Trockenwäsche, also ein Trockenshampoo. Hier drin sind 100 ml und ich persönlich benutze sehr oft Trockenshampoo. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, also dazu kann ich nichts sagen. An sich finde ich, sieht das Produkt schon mal ganz schön aus und hier steht drauf, extra frisch, frisch und fruchtig. Dann sind in diesem Goodie Bag noch ganz normale Binden drin. Diese sind jetzt hier von Always und kann man, denke ich mal, immer gebrauchen. Hier haben wir dann noch ein anderes Produkt von Vegans. Hier steht drauf New Spirit. Also es ist auf jeden Fall vegan und sieht aus nach irgendeinem Tee oder sowas. Keine Ahnung. Von Extra gibt es dann nochmal Kaugummis Professional White. Ich persönlich mag keine Kaugummis, aber ihr da draußen bestimmt. Von Essential by Impure gibt es Duftträume. Das ist so ein Duftanhänger und zwar riecht er wohl nach Einhorn oder nach Zuckerwatte. Ich glaube, es war Zuckerwatte. Ich hatte sogar mit der Frau noch gesprochen. Aber das ist schon etwas her. Und ja, das ist einfach für Autos, also wenn man das ins Auto aufhängen möchte. Ich habe zwar kein Auto, aber vielleicht habt ihr ja eins oder wenn ihr es in euer Zimmer aufhängen möchtet, ich weiß es ja nicht.
In dem Goodiebag befinden sich dann noch ganz viele Tees von Chapa Neutral Fair and Delicious. Hier steht drauf, A Bag of Our Sweet Dreams Kräutertee. Das ist, glaube ich, alles der gleiche und da könnt ihr auf jeden Fall ganz viel Tee trinken. Es geht weiter mit einer Mascara, Mega Volume Miss Baby Roll von L'Oréal Paris. Und bei dieser Mascara habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil ich wollte die letztens ausprobieren und ich dachte, das wäre eine ganz normale Mascara. Aber das hier ist tatsächlich die Farbe, darauf habe ich gar nicht so geachtet. Ich dachte, die wäre ganz normal schwarz. Aber nein, die ist tatsächlich so mint-türkis und ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich bin echt mal gespannt. Also ich habe noch nie jemanden draußen mit türkisen oder mintfarbenen Wimpern gesehen. Dann haben wir von Lavera noch einen Lippenstift. Der ist in der Farbe Velvet Pink in der Nummer 36. Also die Farbe ist so ein dunkles Rot. Den will ich jetzt nicht auspacken, aber ist dieser Farbton. Dann gibt es von der Marke Louvre, wenn ich das richtig ausspreche, also L-O-V, noch einen Mini-Blush in der Farbe 030. Die Farbe weiß ich auch nicht, ich lasse das lieber zu, ich will das nicht anfassen. Deswegen lasst euch mal überraschen. Dann ist auch noch was von Essence dabei, und zwar ein Lippenstift Ultra Last Instant Color in der Farbe 18. Und das ist so ein ganz dunkles Lila, da bin ich auch mal gespannt. Also ich bin eigentlich eher so die Person, die rosa, rot oder Nude-Töne trägt, aber nicht so ein dunkel lila. Also da muss ich mal gucken, aber vielleicht tragt ihr ja so eine Farbe. Wir kommen schon zu den letzten beiden Produkten und das eine Produkt ist von Judith Williams. Hier steht drauf, My Makeup Optical Illusion Young Red Lip Liner Lippenkonturstift. Und ich schätze mal, das ist diese Farbe, also so ein helles Rot. Ich packe das jetzt lieber nicht aus. Bei dem letzten Produkt bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher, was das sein soll. Ich lese es einfach mal vor. Und zwar ist es von Maybelline New York, Master Priest Curvy. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es ein Eyeliner ist. Aber davor ist so eine Verpackung, also das ist hier eingepackt. Deswegen kann ich das nicht ganz lesen. Ich schätze mal irgendwie ein Eyeliner oder sowas. Ganz genau weiß ich das auch nicht. Das war's auch schon mit dem Inhalt von den beiden Goodie Bags. Und falls ihr einen von den beiden Goodie Bags gewinnen wollt, dann schaut einfach mal unten in die Infobox oder einfach in die Kommentare. Denn da schreibe ich euch die Teilnahmebedingungen hin und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!